Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Was ist denn schon wieder hier mit der Kamera los? Jedes Mal steht das anders da, man schafft es nie zweimal genau das gleiche Bild zu haben. Das ist der Hannes, den ihr nicht seht, der steht hier drüben. Moin. Das ist der Hannes, der ist da. Wir haben letztens Chili-Soßen getestet auf dem Balkon. Wir haben dann nochmal Chili-Soßen getestet, einen anderen Trailer, Pack, irgendwas. In der Holzhütte unten, aber weil es heute eh nicht so sonnig ist und es eigentlich passt und eigentlich die Location am besten war, wollen wir den letzten, den besten, den schönsten, den coolsten Chili-Soßen-Sampler-Trailer-Pack auf dem Balkon nochmal testen. Das sind nämlich die Stormtrooper-Soßen. Original Stormtrooper Hot Stuff Hot Sauce. 6 fiery flavors. Add a dash of flavor with these food truck inspired hot sauces. Die sind auf jeden Fall von Julchen, das habe ich mir gemerkt. Die gab es mal zu Weihnachten als Geschenk. Und irgendwie möchte ich das gar nicht aufmachen, weil ja dann der ganze Karton kaputt geht. Hier sind Räder dran, das sieht super aus. Der eine hängt seinen Ellenbogen aus dem Fenster wie ein Gangster. Das ist einfach richtig stark. Wir wollen das hier auch nochmal so zeigen. Der hat hier eine Chilischote in der Hand und freut sich darüber. Hier sind die Soßen alle drin. Er hängt hier das raus. Ihr habt hier vorne das alles zugekleistert. Das müssen wir jetzt mal aufmachen. Hier ist noch ein bisschen Wissenswertes. Hier steht nämlich SDS. In 1976 Prop-Maker Andrew Ainsworth of Shepperton Design Studios created the original Stormtrooper helms and armor for the first movie. These products are based on the original molds. Andrew produced and are as close as it is possible to get to the original film props. Accept no compromises. Compromises. Also, wenn ihr das verstanden habt, true to the original. Since 1976. Das hat der da auf jeden Fall die Helme und die Rüstungen erfunden, die designt alles. Der heftige Dude, der hat da drauf auch unterschrieben. Und das gehört hier alles zusammen. Wir packen das jetzt aus. Irgendwie. Ich tue das schon mal so, dass man den Hannes Bär auch mitzieht. Wir haben wieder Nuggets vorbereitet. Wollen das mit den Nuggets testen. Ich darf ja nicht zu viel aufmachen, weil sonst fällt wieder der ganze Karton auseinander. So wie es aussieht, ist es aber nur dieser eine. Wenn ich es jetzt durchschneide, ist es kaputt, weil eigentlich muss man es ja rausmachen. Aber ich kann es ja wieder zukleben, wenn wir fertig sind. Wir müssen also nur einmal den Rücken aufmachen, dieses Gebambel an Soßen rausnehmen und was ich nicht verstehe, wieso das hier komplett zerstört ist. Was ist das denn? Hier fliegt das ganze Plastik raus und hinterher, hier liegt hier auf den Nuggets, ist einfach so eine Plastikscheibe raus. Cool aus, ja, das sieht cool aus. Da brennt nämlich die ganze Hütte. Guck mal, das hätte beim Feuerwehrauto sein müssen, obwohl das müsste ja mit Wasser gefüllt sein. Hier haben wir jetzt die Soßen und Hannes, ich sehe es jetzt schon wieder. Das ist wieder so. Das sieht schon wieder so wässrig und essigartig und billig aus. Es kann doch nicht sein, dass selbst die Stormtrooper Soßen dann einfach nur Essigsoßen sind, die nach nichts schmecken. Gott. Aber dann haben wir heute wenigstens keine Bauchschmerzen, wenn wir Glück haben. Ich fange jetzt einfach bei der. Ja, fangen wir an von links nach rechts, oder? Ich weiß ja, nicht, ob da irgendwas. Nein, ich glaube, da ist, glaube ich, keine. Nee. Oh, keine Vorschrift. Das ist die erste Soße. Da steht Original Stormtrooper Burns So Good Red Hot Lava Flow Hot Sauce. Rote heiße Lava Fluss Hot Sauce. Ihr habt hier hinten beim Etikett habt ihr so kleine Lavaströmchen drauf und hier steht einer aufgebaut mit Helm, guckt und ja, macht einen guten Eindruck. Die haben auch immer alle eine andere Position. Also der baut sich richtig so auf. Das ist die Red Hot Lava Flow Soße. Ich hoffe, dass man das irgendwie gut erkennt. Wir schütteln die jetzt mal. Es sind 6 Soßen. Wir haben 13 Nuggets. Das geht genau auf. Das geht schon mal besser auf als die anderen Soßen. Ich fülle jetzt mal was hier drauf. Jo. Auf das in der Mitte da, am Rand. So, Hannes, kannst du dir mal runternehmen.
Dickflüssiger sind sie trotzdem schon etwas als die anderen. Ist ein bisschen sirupartiger, ja, das sieht schon mal gut aus. Das klang nicht gut. Essig. Also nur pur Essig. Red Hot Lava Flow. Das hat einen sehr besonderen Geschmack, muss ich sagen. Essignote ist da, aber irgendwie finde ich es hier sogar angenehm. Wahrscheinlich habe ich mich so mit Essig übersättigt die ganzen letzten Tage, da ich mittlerweile auf dem Essigtrip bin. Ja. Red Hot Lava Flow Hot Sauce. Heiß ist die nicht, also scharf ist sie nicht. Ist halt Essigschärfe so ein bisschen, schmeckt halt wieder total künstlich wie Spülmittel. Schade, schade, schade. Da haben wir mehr erwartet, aber wir haben ja noch andere. Kommen wir nämlich zu dieser, von der Orangen, kommen wir zu dieser sehr rötlichen, dunklen. Is it hot in here or is it just me? Das ist die Original Stormtrooper Roasted Chipotle Hot Sauce. Und da steht der Stormtrooper und hat die Arme so hinterm Kopf und lehnt sich so zurück. Mit einem coolen Spruch natürlich. Ist es hier so heiß oder bin ich das? Eine Roasted Chipotle. Müssen wir auch wieder schütteln. Chipotle erinnert mich an Subway. Da gibt es doch immer die Chipotle Southwest Sauce oder irgendwas. Roasted Chipotle. Ich zeige euch die Flaschen nachher auch alle nochmal aus meiner Richtung. Oh, die nächste ist der kleine Bruder davon, glaube ich. Mal gucken, wie dick die ist. Also die lässt sich gut verteilen und mir kommt jetzt ein richtiges rauchiges Aroma in die Nase geflogen. Ich hoffe, das kam hier aus der Soße, aus der Flasche und nicht vom Nachbarbalkon. Hauen wir also hier drauf. Die ist schön dick, das sieht gut aus. Roasted Chipotle. Ja, die ist schon um einiges besser. Die ist richtig schön angenehm. Also ich würde jetzt wieder nicht sagen, dass das jetzt unbedingt scharf ist oder mit Schärfe zu tun hat. Wir sind halt viel Scharfes gewohnt. Für jemanden, der gar nicht scharf ist, der wird sagen, oh, was ist das für eine scharfe Soße? Ja. Johannes schon sagt, angenehm. Angenehm einfach. Dann könnte man die ganze Flasche wieder auf Ex trinken, das wäre kein Problem. Aber ja, schmeckt eigentlich zu den Nuggets, finde ich die richtig gut. Ja, dieses leicht, ist gut. Dieses leicht rauchige kommt richtig gut an. Fand ich bei dem anderen schon cool, hier auch. Roasted Chipotle. Das heißt, ich freue mich erst recht, weil die nächste ist auch eine Roasted. Aber statt Chipotle eine Roasted Jalapeno. Drop it like it's hot. Überall ist also immer so ein kleiner Spruch noch drauf, ein kleiner lockerer Spruch. Burn so good, is it hot in here, is it just me? Und hier, drop it like it's hot. Hier hat der Stormtrooper ein Bündel Jalapenos in der Hand, was auch cool aussieht. Wenn ihr es rumdreht, seht ihr Flammen, die durch einen Grillrost durchlodern. Deswegen ist es roasted. Hier war das gar nicht. Hier bei der, die war einfach nur komplett schwarz hinten. Hier hast du schön Flammen auf einem Grill, auf einem Rost, die durchschimmern. Er steht da mit dem Bündel Jalapeno in der Hand. Sieht richtig genial aus, finde ich. Cool, ja. Hat auch eine sehr grünliche Farbe. Ist aber schon wieder ja, sehr naturtrüb, würde man jetzt sagen, wenn wir bei Biertasting wären. Bisher fand ich, die Roasted Chipotle sah am besten aus. Die ist halt grünlich, aber die sieht so grünlich-seifig schon wieder aus. Schauen wir also mal, was das wird, wenn wir die jetzt da drauf hauen. Jetzt ist die Sonne ausgerechnet da. Das mag ich nicht. Sonne, geh weg. Gehst du hier ab, du Lümmel. Stell was dahin. Gleich ist es fortgeflogen. Ich pumps dir mal hier hinten auf das. Jo. Oh, die ist sehr, sehr flüssig, Hannes. Sehr transparent ist sie, sehr flüssig ist sie, die saut rum, die fliegt rum. Ich hoffe, die hat trotzdem so ein, auch so ein leichtes, rauchiges Aroma. Hm. Probieren wir mal. Na, ich bin jetzt wieder da, als wäre mir zu viel Essig drin. Die hat Ähnlichkeit mit der allerersten.
Die erste, direkt Essignote da ausgebreitet fertig. Ja. Also die zweite war bisher die beste. Ja, das auf jeden Fall bis jetzt, also das muss ich sagen. Hier würde ich gerade denken, die erste und die haben, ist gar kein Unterschied, weil die sind beide genau gleich. Oh, muss sie jetzt hier, die Sonne, ey, das leuchtet doch hier drauf, da siehst du doch nichts. Ich glaube, wenn du schimpfst, da geht gleich die Sonne wieder weg. Ja. Siehst du, funktioniert. Einmal schimpfen, Sonne weg. Nächste wäre Diablo Kaboom. It's the bomb. Hier hat der Stormtrooper die Arme ausgestreckt und freut sich so richtig wie Boom. Als würde was in die Luft gehen. Diablo Kaboom, Hot Sauce, it's the bomb. Ihr seht eine Explosion hinter ihm. Man sieht die Arme, die ins Weltall ragen. Ich hoffe, man sieht es halt wirklich. Auf dem Display ist halt alles klein und verdingst. Die sieht orange aus. Von der Farbe her so ähnlich wie die erste. Hm. Machen wir mal auf. Hoffen wir aber nicht, dass der Geschmack so wie bei der ersten ist. Ich frage mich trotzdem, wo Roasted sein sollte bei der letzten, weil Roasted, dafür stehe ich mit meinem Namen. So, die kannst du auch wieder halt draufklicken, kippen. Erst war sie ein bisschen dicker, dann war sie wieder flüssig. Also die kann sich noch nicht ganz entscheiden, ob sie jetzt dick oder dünn sein soll. Hier. Essig. Essig und muffig. Da fand ich die davor sogar besser, weil die davor war Essig. Und das Wasser. Und dann irgendwie lieblich und die Essig und dann geht's so runter. So. Es mufft nach unten ab, obwohl das die Diablo Kaboom ist. Design trotzdem cool von der Flasche, von dem Etikett allem, aber der Rest, ich weiß es nicht. Jetzt müsste die schärfste kommen bis jetzt. Wenn ich das Wort Habanero lese. Jonas! Es sind beziehungsweise genau noch zwei Habanero-Soßen. Too hot to handle steht hier drauf. Eine Habanero Heatwave. Da vor einem beigen Hintergrund steht der Stormtrooper, hat die Hände beide vorm Mund. Oh mein Gott, da kommt die Hitzewelle, die Habanero Heatwave Hitzewelle auf uns zu. Hat eine Farbe wie die davor. Habanero ist ja eigentlich, ne, scharf. Das steht schon für was. Kommt drauf an, wie viel Habanero drin ist. 90% Essig, 1% Habanero, Rest Wasser. Cool. So entstehen diese Soßen. Ich weiß Bescheid. So, das ist in die Soße gefallen. Das lasse ich mal da liegen. Ich gebe mal hier weiter rüber. Drauf, bitteschön. Einmal Hannes. Habanero Heat Wave. Einmal hier drauf gekippt, die Brie. Eine ganz leichte Schärfe kommt irgendwann mal, aber wirklich sehr leicht. Da habe ich jetzt wieder Spülmittel. Irgendwie der Rest. Schmeckt wie Seife, gerade ein bisschen. Naja. Du hast den Essig nicht erwähnt. Schmeckt die etwa nicht nach Essig? Doch, am Anfang. Am Anfang ist so ein leichter Essiggeschmack drin, damit ein ganz bisschen scharf und dann nur noch schmierig nach unten. Ja, schmierig nach unten. Habanero Heatwave, also. Da war der Essiganteil jetzt nicht so krass. Nee. Dafür war der Spülmittelanteil da, denn irgendwie schmeckt es mir trotzdem ein bisschen seifig oder so ein bisschen schmierig. Schwierig, chemisch, irgendwas. Obwohl man sich da total gefreut hat. Habanero Heatwave. Aber die sieht viel brutaler aus, weil dort stand einer und hat so und da war ein neutraler Hintergrund. Hier siehst du die komplette Welt und wie alles hinter ihm verbrennt und explodiert. Das ist nämlich die Garlic Habanero, also Knoblauch und Habanero. Der steht so ein bisschen seitwärts auch da, hat die Arme verschränkt. Burn, Baby, Burn ist der kleine coole Spruch, der dabei steht. Burn, Baby, Burn, Garlic Habanero. Leider jetzt wieder direkt in der Sonne, wo man vielleicht den nicht so schön sieht. Müssen wir wieder meckern, dass die Sonne weggeht. Geh mal weg, Sonne, jetzt hier. Ah, du. Ich mach's schon mal auf, tu dir das drauf.
die Sonne ist weg, genau, jetzt können wir es nochmal zeigen. Hier so ein bisschen seitwärts da steht, Arme verschränkt, jetzt ist der Wind auch da, fliegt der Rest weg. Dann machen wir immer so Bier-Tastings und dann Chili-Tastings und dann wieder Bier und dann wieder Chili und alles immer an einem da, alles durcheinander. Da freut sich der Magen. Definitiv. So Hannes, da habe ich nochmal alles gegeben. Jo. Richtig drauf gekippt, die Blöre. Knoblauch, Habanero müsste ja eigentlich eine sehr tolle Kombination sein. Aber, naja. Im Essen schmeckt es trotzdem gut raus. Und den Knoblauch. Aber mehr auch nicht. Schmeckt schon wieder so künstlich alles, ich weiß nicht. Aber es gibt ja wirklich Soßen, die sind mega teuer, da gehst du hin und dann schmeckst du eine schöne, frische Note von allem. Hier wirkt alles, als wäre es im Chemielabor rangezüchtet, als wäre da nichts Richtiges drin. Dass sie mit irgendwas versucht haben, die Geschmäcker zu erzeugen. Aber die beste war immer noch die zweite. Die Roasted Chipotle war die beste, sagte ja. Hannes. Okay. Würde ich sagen, weil der Rest ist irgendwie, ja. 45 Gramm steht da drin. Ja, dann war das eigentlich schon das ganze Tasting. Wir können euch die Soßen dann nochmal kurz zeigen, so in der Hand, dass ihr das nochmal seht vielleicht, wenn ihr das seht. Das ist also die Red Hot Lava Flow. Steht also da, Arme links und rechts dran, genau. Dann die Roasted Chipotle Hot Sauce. Die Arme hinterm Kopf verschränkt. Dann die Roasted Jalapeno mit dem Bündel Jalapeno in der Hand, in die Kamera gezeigt, das sieht cool aus. Diablo Kaboom, die Arme sind weggestreckt, weil die Bombe ist gezündet, guckt ihr das an, der zeigt euch eine riesen Explosion an. Habanero Heatwave, Hände vor den Mund, oh mein Gott, was ist da denn, da brennt doch was, Hilfe. Und die letzte, die Garlic Habanero, die Welt steht in Flammen. Guck dir das an, im Hintergrund, alles verbrannt, verbrannte Erde. Ich habe im letzten Mal irgendwie eine so eine Soße dann ausgetrunken, aber ich glaube, das werde ich heute einfach mal lassen. Ja. Ich habe jetzt schon wieder nämlich, bäh. Und wir wollen ja noch heute Biertastings machen. Und wenn das der reine Essig ist, ist es auf jeden Fall nicht gesund, wenn ihr da so eine ganze Flasche mit einmal trinkt. Deswegen, wir wollen dich nicht dazu verleiten, Kacke zu bauen. Wir sagen dann auch, dass das nichts ist. Ich nehme das letzte Nugget jetzt hier, schmier mal den Rest von den Soßen irgendwie noch ein bisschen zusammen. Was wir mit den Soßen jetzt machen, weiß ich nicht. Alle mit zum Geburtstag nehmen, kann jeder einen Shot trinken. Gerade noch das Gegenteil gesagt. Die Nuggets sind immer noch die besten. Hannes ist auch der Beste. Also ist hier diese Topfpflanze, die ich letztens im Müll gefunden habe, beim Müll dort bei den Containern. Danke Julchen trotzdem für das, dadurch ist dieses Video entstanden. Den Stormtrooper Bus werde ich mir aufheben, die Fläschchen werde ich mir aufheben, das werde ich mir so auch in den Schrank stellen dann. Theoretisch können die Soßen drin bleiben, das sieht lustiger aus, weil wenn ich die alle irgendwann entsorge oder aufesse, dann sind die ja alle leer. Das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes und ciao. Ciao.